Hallo Freunde der virtuellen Magie. Wir haben mit ihr und ihrem Onkel gesprochen und jetzt müssen wir zu Sebastian gehen und mit dem noch eine Runde labern. Und was da so passiert, das seht ihr nach dem Intro. So, da sind wir auch schon wieder draußen aus dem Haus. Und wir werden mal mit Sebastian reden. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ja, der will nur das Beste. Der typisch ein bisschen krank im Kopf, habe ich das Gefühl. Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Haha, wie Shorty. Er sagt auch immer, das ist nichts für den Sohn meines Vaters. Und dein Onkel scheint davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Der hat sich da ein bisschen... Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Der hat sich da ein bisschen in was verrannt, habe ich das Gefühl. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Wirf ein Objekt mit dem Pulso auf einen Gegner. Ja? Mit dem Pulso. Der Pulso ist doch das mit der Hand da, oder? Wie soll ich da was auf den Gegner werfen? Ohne einen Mega-Power-Drink. Aha. Devioso! Contringo! Incendio! Deine Kunst! Verzögert nur das Unvermeidbare! Devioso! Fuck! Defindo! Accio! Contringo! Eine vollkommen erbärmliche Tasche. Da bist du ja. Potego, du vor. Confringo. Ach, wieder verpasst. Lass mich runter! Komm, Fingo! Fingo! Defindo! Akio! Defindo! Hammer, sie?
doch mal in Ruhe! Lass mich runter! Depulso! Das war dein letzter Fehler. Noch einer. Sage mal. Oh Mann. Oh Mann! Ich will mich nicht heilen. Nein, das klappt nicht. Schließe den Kampf ohne Mega-Power-Drang bei jenen vielen Gegnern. Vergessen wir das. Machen wir einfach ganz normal Kampf und machen es platt und gut ist. Scheiß auf die Kampfaufträge hier. Ich werde deinen Tod erhoffen. Confringo! Confringo! Ja. Einer weniger. Levioso! Nicht! Lass das schon! Lack hier! Confringo! Defindo! Wieso kommen da noch? Zu. Das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ja, war nicht gerade wenige.
anscheinend haben die alle schlecht gesehen. Brillen ohne Ende hier gefunden. Da oben haben wir noch was. Wieder eine Brille. So, wo ist er jetzt hin? Da oben. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Irgendwas haben die wohl verborgen. Genau das meine ich auch. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Durchsuche das Anwesen. Sie haben Stationen für alles. Revelio. Da haben wir was. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Revelio. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ach, da liegt auch noch was. Ein Goldstück. Naja, besser wie nix. Da hinten habe ich was gesehen. Da, auch jede Menge. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Revelio. Da drin ist noch was. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als Anne verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Das wird ja wohl nicht das Haus sein, das ich im Denkarium gesehen habe. Wo das kleine Mädchen mit dem Jungen da im Brunnen war. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morgannock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist.
Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Ja, das war's tatsächlich. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Sehen wir gleich. Wir finden es nur auf eine Weise raus. Genau. Confringo! Zack! Hey, was kann ich denn? Eine Treppe. Revelio. Ja, muss ich mal runtergehen. Oh, da hat's. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Revelio. Teil 1 von 7. Ach, da gibt's ein Heil. Viele von den Büchern. Bla bla bla. Macht Standbild, lest es euch selber durch. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Genau wie das hier. Und Standbild machen und selber lesen. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Gibt es noch mehr zu finden hier? Revelio. Confringo. Überall diese blöden... Na, wo habe ich das jetzt? Da. Lumos. Diese Pflanzen mögen kein Licht. Ach, da. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte, wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Also muss ich dort rein. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Sieht wie ein Stück von einer Karte aus oder so. Keine Ahnung. Was Hilfreiches in der Nachricht? Zeige Sebastian die Notiz. Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht.
In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Oh, haben wir abgeschlossen. Hab ich jetzt alles erledigt? Let me look in the book. Ja, keine Aufträge, nur noch dieses Dings finden da. Was haben wir hier Neues? Kampf. Das haben wir auch abgeschlossen. Besiege 60 Kobolde. Zack. Besiege 100 Kobolde. Ja, da kommen ja bestimmt noch ein paar. So, haben wir das erledigt. Was haben wir hier? Das haben wir gekriegt eben, ja. Damit haben wir auch das erledigt. Inventar. Die zwei Seiten. 4, 9 brauche ich. Also brauche ich noch 5 Stück. Und neue Klamotten. Jede Menge Brillen und so ein Scheiß. Aber alles schlechter wird es, was ich anhab. Zack. Zack. Die kann ich erst später. Und wir haben hier noch einen Mantel. Oh, ich habe noch 3 Ausrüstungen Platz. Jetzt mal wieder Zeit zu verkaufen. Oh. Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Aha. Ganz weit oben trifft mir die beim Schloss Falbart. Und was haben wir hier? Unterrichtsstunde Astronomie. Die zwei Sachen sind neu dazugekommen. Ich möchte jetzt aber erst einmal zum Raum der Wünsche zurückkehren. Weil ich brauche diese Blätter, damit ich da Merlins Zauberdinger entschlüsseln kann. Dass ich mehr Platz im Inventar kriege. Ich bin nicht so schnell voll immer. So, mal gucken. Nehmen wir mal mit. Diebtamblätter. Kann ich mal. Leck mal. Ich hab nur die Scheiße. Malvenkraut. Ich glaube, Malvenkraut ist, was ich brauche. Muss ich mir Samen besorgen. Und die bekomme ich ja in Hogsmeade. Da muss ich eh Zeug verkaufen. Oh, da ist auch ein Auftrag, sehe ich gerade. Können wir auch gleich machen. Und da muss ich gucken, ob ich Samen kriege für diese Diptam-Blätter. Nicht Diptam, diese anderen halt. Ihr wisst, was ich meine. Geh dann mal dahin. Oh, my God.
kleines Kind. Willkommen. Hello. Immer herein. Wo war ich gerade? Ach ja. Ich hab was zum Verkaufen. Das kann weg. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Das behalte ich. So. Und dann gucken wir mal. Knöterichsamen. Nee. Malvenkraut. Das brauche ich. Da kaufe ich jetzt mal. Dass ich die mal pflanzen kann. Lassen Sie mich kann. Bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Genau, das sind die Blätter, die brauche ich für Merlins. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Das haben wir gekauft. Wenn wir schon da sind, gucken wir mal, was da unten eben gejammert hat. Was soll ich nur ohne Sie tun? Oh. Oh, 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 da hinten ist wieder so eine Truhe. Schwupps, die machen wir doch mal leer. 500 Knuts sind immer gut. So, und da haben wir einen Kobold, der Hilfe braucht. Und was für Hilfe der benötigt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Keine Angst, Biscuit. Ich finde schon eine Lösung. Ich hoffe, euch hat es heute hier Spaß gemacht. Und ihr schaut das nächste Mal wieder rein, wenn wir diesem Kobold hier helfen, bei was auch immer. Und bis dahin sag ich wie immer, ciao, ciao, euer Obi.